Stückchen Kakao gefällig? Wirklich nicht? Nein. Bist du sicher? Ja. Kein bisschen. Und du, Bruder? Willst du ein bisschen oder? Ach, was soll's, du bist ja selbst Kakao. Mann, ist ja gut, jetzt wollt ihr noch lange schmollen. Was? Was ist? Wer schmollt hier? Ich schmoll auf gar keinen Fall. Ach, das glaube ich einfach nicht. Wer da drüben schmollt? Nicht zu fassen, wie zwei Kleinkinder. Wer ist hier das Kleinkind? Warte, ich habe gesagt zwei Kleinkinder. Zwei Kleinkinder, die wegen der Dummheit schmollen. Hallo? Ja, da stimme ich hundertprozentig mit dir überein. Hallo? Einen Bullen töten zu wollen, ist eine echte Dummheit. Warte, hey. Sag deinem Kumpel, dass er mich damit gefälligst in Ruhe lassen soll. Ich habe nämlich nie gesagt, dass ich einen Bullen umbringen will. Doch, das hast du gesagt. Nein, doch, nein, doch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn Abdel wirklich stirbt, knöpfe ich mir einen Bullen vor. Ich habe nicht gesagt, ich will einen aus Vergnügen töten. Was meinst du, wäre gelaufen, wenn ich die Knarre vorher nicht gehabt hätte? Hä? Dann wären wir doch alle massakriert worden. Also, was willst du von mir? Glaubst du, ich bin Rodney King oder was? Riesen Unterschied. Denkst du, wir verschwenden unsere Sonntage damit, Orangen für dich in den Knast zu bringen? Was ist? Ich verlange von niemandem etwas, ganz besonders nicht von einem Kerl, der seinen Arsch an die Bullen verkauft. Okay, lacht euch ruhig kaputt. Scheiße, ich hab satt, verdammt nochmal. Ich hab satt, mir Tag für Tag dieses beschissene Schweinesystem reinzuziehen. Wir leben hier wie Ratten in Löchern, wie Scheiße. Und was ist? Tust du irgendwas, um etwas zu verändern? Du kriegst doch deinen Arsch nicht hoch und du auch nicht. Ich werde euch jetzt mal was sagen, weil ihr meine Freunde seid, okay? Wenn Abdel drauf geht, stelle ich das Gleichgewicht wieder her und erschieß den scheiß Bullen. Dann werden sie einfach alle mal begreifen, dass wir die andere Wange nicht mehr hinhalten. Also ehrlich, Vince, was du da gerade gesagt hast, das klang wie eine Mischung aus Moses und Bernard Tapie. Vince, hör auf mit dem Quatsch. Du drehst ja völlig ab. Ja, lass mich in Ruhe. Hör zu, Said. Wenn Abdel stirbt, verlieren wir einen Kumpel, oder nicht? Ja, ja. Okay. Nietet er einen Bullen um, heißt das ein Bulle weniger, ja oder nein? Aber ja. Er ist allein. Du bist allein, na bitte. Du bist allein. Du kannst nicht alle Bullen umlegen. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mir eine Moralpredigt halten? Bist du so überlegen, dass du mir sagen kannst, was richtig und was falsch ist? Warum bist du eigentlich niemals auf meiner Seite? Warum bist du immer auf der Seite der Arschlöcher? Okay, hör zu. Von welchem Arschloch sprichst du? Hm? Wärst du in der Schule gewesen, wüsstest du, dass Hass... Nein, hör zu! Dass Hass nur Hass nach sich zieht. Ja, ich war nicht in der Schule. Ich komme von der Straße. Na und? Was dagegen? Ich komme von der Straße und weißt du, was ich da gelernt habe? Ich habe gelernt, hältst du die andere Wange hin, dann machen sie dich fertig und jetzt lass mich in Ruhe, verschwinde.